Aber es wird auf alle Fälle eine Space Map geben. Und die Map, die mir am allerbesten von den vier gefällt, ist links unten. Es wird eine Schneemap geben. Jo, hallo, servus und heute wieder zu neuen Infos zu Plants vs. Garden Warfare 2. Und heute habe ich im Gegensatz zu gestern sehr viele und vor allem wirklich sehr interessante und wichtige Infos dabei. Und diese Infos habe ich vor allem von einem YouTuber, und zwar von ZeroX Fusion. Das ist ein englischsprachiger eben Plants vs. Zombies YouTuber, der auch so ähnlich wie ich viele Infovideos zu Garden Warfare 2 macht. Da könnt ihr gerne mal raufschauen, ist halt Englisch. Aber ich habe mir da ein bisschen was angeschaut und soweit ich das verstanden habe, habe ich ein bisschen was herausgehört und halt ein bisschen. Ja, ich versuche mal so gut wie möglich das Ganze zu übersetzen. Er hat wiederum die Infos von Twitter und ich habe jetzt auch die Leute, denen er die Infos hat, habe ich jetzt auch gefolgt oder verfolgt auf Twitter. Und ja, das sind also relativ sichere Infos, weil die kommen direkt vom PopCap, von den Chefs von PopCap her. Und ich möchte mich aber bedanken, und zwar beim Per Wendt, denn der hat mir auf Facebook geschrieben in die Kommentare, dass ich mal auf diese Seite, auf den YouTube-Kanal von ZeroX Fusion schauen soll, weil der eben auch solche Infovideos macht. Und das habe ich dann glatt gemacht und dank ihm bin ich eigentlich auf diesen Kanal gestoßen und dank ihm habe ich jetzt diese ganzen Infos. Also vielen Dank an dich für die Info, ich wäre sonst wahrscheinlich nicht auf diesen Kanal gestoßen. Und ja, ich will jetzt eigentlich nicht mehr wirklich lang um und um reden. Meine Güte, meine Aussprache ist ein Wahnsinn. Wir fangen an. Und zwar wird es in Plants vs. Garden Warfare 2 endlich, ich habe es mir schon so lange gewünscht, wird es endlich private Lobbys, private Spiele geben. Man kann sich endlich ein eigenes Spiel zusammenbauen und dann halt mit den Leuten spielen, mit denen man wirklich spielen will. Man kann also dann auch Clan Wars endlich vernünftig gestalten, vernünftig machen. Und ja, man weiß aber noch nicht wirklich genau, wie das Ganze ausschauen wird, was man da wirklich genau einstellen kann. Man weiß nur, man kann auf alle Fälle in Garden Warfare 2 sich private Lobbys, private Spiele erstellen und dann natürlich auch mit den gewünschten Leuten spielen. Das war schon zu dieser Information. Wenn ich zu den einzelnen Punkten jetzt, also nicht nur zu den privaten Lobbys, zu diesen privaten Spielen, mehr Informationen in Zukunft weiß, werde ich natürlich nochmal dazu was sagen. Aber das ist leider dabei alles, was ich zu dem Thema weiß. Dann zweitens gab es gestern Abend, oh nein, vorgestern Abend, gab es einen kleinen, ich will es nicht Shitstorm nennen, als gab halt so eine kleine Aufregung von ein paar englischsprachigen Plants Zombies YouTubern, unter anderem auch diesen ZeroX Fusion. Sie haben nämlich erfahren, dass in Garden Warfare 2 soll es nicht mehr halbe Gesundheitsregeneration geben, sondern volle Gesundheitsregeneration. Bis jetzt war es immer so, wenn man gestorben ist, oder wenn man einfach verwundet war, hat man die Gesundheit nicht komplett regeneriert, sondern nur zur Hälfte. Also zum Beispiel bei der Sonnenblume, die hat normalerweise 100 Leben, hat sich das Leben nur bis 50 HP regeneriert. In Garden Warfare 2 sollte es aber anders sein, dass sich die Leben voll regenerieren. Ich persönlich bin eigentlich schon ziemlich stark auf der Meinung, ich bin komplett der Meinung dieser eben englischsprachigen YouTuber, ich will jetzt nicht alle Namen nennen, die waren nämlich der Meinung, dass das irgendwie ein Blödsinn ist, weil dann die ganzen Heilerklassen wie eben der Wissenschaftler, die Sonnenblume, die verlieren dann irgendwie ihren Zweck und generell ist es dann auch nicht mehr so spannend, weil dann kann man gleich Call of Duty spielen, meiner Meinung nach. Und deswegen wurde, ja, da ein bisschen, ich will jetzt nur wirklich sagen ein bisschen, ihr dürft euch das jetzt nicht so krass vorstellen, aber es wurde halt so ein bisschen diskutiert, geredet mit diesen Leuten von PopCap, da gibt es nämlich ein paar, die sind wirklich, heute muss ich wieder sagen, PopCap ist auf Twitter wirklich super unterwegs und die Leute, die Chefs von PopCap, zum Beispiel dieser Justin, glaube ich, heißt er, das ist ein Chef von PopCap, ist eigentlich nicht so wichtig, auf jeden Fall, mit denen wurden dann ein bisschen so geredet und ja, die haben halt so ein bisschen Einfluss auf das Ganze gehabt. Und diese ZeroX Fusion hat eine Straw Poll, vielleicht kennt ihr das, das ist so eine Seite, wo man eine Umfrage starten kann oder einfach eine Umfrage, kann man es Umfrage nennen? Ja, eine Umfrage starten kann, wo man halt ohne sich anzumelden, ohne irgendwas, kann man dann abstimmen. Und das hat er auch gemacht, da hat es drei Möglichkeiten gegeben, was sie besser finden, entweder so wie es geplant ist, volle Gesundheitsregeneration oder wie es die meisten Leute wollen, wie man auch gesehen hat, halbe Gesundheitsregeneration und das dritte war einfach, man ist sich noch unsicher. Ich habe da auch abgestimmt und zwar natürlich für die halbe Gesundheitsregeneration, wie gesagt, ich finde das einfach besser. Ich verlinke euch mal diese Straw Poll, diese Umfrage,
diese eine Frage unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch abstimmen. Vielleicht bringen sich ja ein paar Stimmen noch mehr. Im Moment sieht es danach aus, dass 55%, ist eigentlich überraschend wenig, dass 55% dafür sind, dass es weiterhin eine halbe Regeneration geben soll. 31% sind dafür, dass es volle Gesundheitsregeneration geben soll, und 14% sind sich noch unsicher. Gut, das wollte ich euch nur mal so nebenbei zu Infos sagen. Das heißt, dass mit diesen, wie weit es die Gesundheitsregeneration wirklich ist, steht noch nicht fest. Da sind sich PopCap, EA, die arbeiten noch dran. An was sie ebenfalls noch arbeiten, tolle Überleitung, ich weiß, ist die Frage, eine der wohl meistgestelltesten Fragen aller Zeiten, was Garden Warfare 2 betrifft. Und zwar, es ist ja bekannt, dass man die Charaktere von Garden Warfare auf Garden Warfare 2 übertragen kann, die was man erspielt hat. Und es war aber bis jetzt nicht klar, ob das auch von zum Beispiel von PC auf PlayStation 4 oder von Xbox 360 auf PlayStation 4 oder halt einfach so kreuzen wäre, wie das funktioniert, oder ob das nur von Xbox One auf Xbox One funktioniert, auf PlayStation 4, auf PlayStation 4, wie das Ganze funktioniert. Das ist jetzt leider noch immer nicht klar. Ich habe da auch ein paar Fragen gestellt, eben an diese PopCap-Leute, an diesem PopCap-Chef zum Beispiel, und die haben einem noch nicht wirklich eine genaue Antwort geben können. Es wurde nur die Antwort gegeben, dass sie wirklich versuchen, dass es funktioniert, dass man das kreuz und quer übertragen kann, wie man will. Aber ob das jetzt wirklich im Endeffekt so funktioniert, weiß man leider noch nicht. Das wird man nach erst wahrscheinlich in ein paar Monaten, ich schätze vielleicht auch erst so zu Weihnachten, wird man das vielleicht dann erfahren, ob das auch von zum Beispiel Xbox 360 auf PlayStation 4 funktioniert. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz zu nebenbei Info sagen. Dann haben wir das auch schon gemacht. Und es gibt eine weitere Info, und zwar, es gibt ein neues Ranking-System. Und bei dieser Info, bei allen anderen, die sind relativ sicher, aber bei dieser Info muss ich wirklich sagen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil my English is not the yellow from the egg. Das heißt, ich habe dieses Video, was dieser Zero X Fusion gemacht hat zu diesem Thema, zu diesem neuen Ranking-System, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz hundertprozentig verstanden. Und deswegen kann ich nur euch jetzt sagen, was ich so ungefähr herausgehört habe. Und zwar soll es, das ist jetzt relativ sicher, da bin ich mir ganz sicher. Und zwar wird es keine Challenges mehr geben, sondern also diese Challenges, ihr wisst schon, wo man nachher eben diese 15 Herausforderungen gemacht hat, die man eben mit Sternüberspringer überspringen hat können, die wird es nicht mehr geben, sondern das funktioniert mit einem Erfahrungspunktesystem. Wie das Ganze im Endeffekt ausschaut, keine Ahnung. Man weiß nur, diese Challenges, die werden wahrscheinlich ziemlich sicher abgeschafft, und das Ganze wird durch ein EP, also Erfahrungspunktesystem, ersetzt. Das zweite ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, und zwar kann man die einzelnen Varianten der Charaktere einzeln leveln. Bis jetzt war es ja so, es hat ein Erbsenkanonen-Level gegeben, ein Schnapper-Level, ein Fußsoldaten-Level. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Tarnranger sich, oder mit dem, keine Ahnung, mit dem Gefriersoldat, mit dem Gebirgsjäger alles gemacht hat, hat man eigentlich mit den restlichen nicht spielen können, und man ist trotzdem Level 10 geworden oder höher. Das soll jetzt aber angeblich nicht mehr so sein. Das heißt, man levelt die einzelnen Klassen unterschiedlich. Das heißt, man levelt jetzt zum Beispiel nur die Feuererbse, levelt man komplett hinauf. Dann ist aber zum Beispiel die Eiserbse, die man zum Beispiel nicht selten, nicht oft spielt, die ist noch Level 1. So wird das wahrscheinlich sein. Wie gesagt, für diese Informationen jetzt gerade mit diesem neuen Ranking-System übernehme ich keine Haftung, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das nächste, wo auch noch im Gespräch ist, das heißt, das ist auch noch nicht sicher, das war nur mal ein kleiner Denkanstoß, das hat mich jemand auf Twitter gefragt, ebenfalls einen von diesen PopCap-Chefs, wurde gefragt, ob es einen Bonus geben wird für die Spieler, die das maximale Level, also Level 313 in Garden Warfare erreicht haben. Und da wurde es Antwort gegeben: möglich, man kann darüber nachdenken. Das heißt, für die Leute, die jetzt schon volles Level haben, Level 313 sind, gibt es, wenn ihr Glück habt, irgendeinen besonderen Bonus zu Garden Warfare 2 zum Release, wenn ihr die Charaktere überträgt. Und ja, wäre auf alle Fälle ganz, ganz nett, denn das wäre vielleicht auch ein bisschen ein Ansporn für die Leute, die jetzt vielleicht erst Level 250 oder so sind, dass sie weiterspielen bis zum Release, dass sie 313 werden. Aber das ist, wie gesagt, auch noch nicht sicher, das war nun mal eine Idee. Und die kommt vielleicht, ist aber nicht sicher. Das nächste sind, es wurden Bilder veröffentlicht, vier kleine Bilder zu den Maps. Und zwar kennt man schon ein paar davon. Zumindest die
Links oben und rechts unten. Links oben seht ihr, ich denke mal, das ist dieses Dino Land. Schaut für mich ein bisschen so aus. Oder es könnte doch dieses Candy Land sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall sind das alles so kleine Themenparks. Das sind nicht mehr so eben, wie gesagt, schon, habe ich schon in dem Anvideo gesagt, sind nicht mehr so kleine Häuser, sondern es sind einzelne Themenparks. Und ja, das linke obere ist, wie gesagt, schätze ich mal, dieses eine Dino Land. Ja, ich sehe es jetzt gerade erst. Das steht hinten über diesem Portal. Da steht rechts oben irgendwas mit Dino oder so in die Richtung. Das wird ziemlich sicher dieses Dino Land sein. Rechts unten, das kennen wir auch schon. Das ist diese Fabrik von Dr. Zombas. Da kann man nicht viel dazu sagen. Und rechts oben sieht man eine Space Map. Ja, es wird eine Space Map geben. Keine Ahnung, ob sich denn irgendwas ändert vom spieltechnischen her, ob das jetzt dann, weiß ich nicht, dass man nicht schweben kann, Gravitation ausgeschaltet ist oder so in die Richtung, ob da irgendwie sich was ändert vom Spiel her oder ob das alles gleich bleibt und nur das Optische vom Space-mäßigen her ist. Aber es wird auf alle Fälle eine Space-Map geben und die Map, die mir am allerbesten von den vier gefällt, ist links unten, es wird eine Schnee-Map geben. Auf die bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich denke mal, dass dieser Schnee sich schon ein bisschen aufs Gameplay auswirken wird. Aber ja. Man hat bis jetzt nur diese vier Bilder als Information bekommen, mehr leider noch nicht. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich vor allem auf diese Schneemap. Und die letzte Information für heute, das was ebenfalls keine Fixinformation ist, aber es wurde angesprochen. Und zwar ist es möglich, wie gesagt, ist es möglich, dass es eine Open Beta geben wird. Wer nicht weiß, was das ist, eine Beta ist eine Testversion von einem Spiel, die war es ein paar Wochen oder eigentlich eher einige Monate vor dem echten Release, wird eine Beta veröffentlicht, damit die Spieler schauen können, damit die wird entweder öffentlich, also open gemacht, oder es wird geschlossen, also closed. Da bekommen nur gewisse YouTuber zum Beispiel oder gewisse andere Personen Zugang zu diesem Testspiel und die können nachher eben das Spiel testen und schauen, was man verbessern kann oder ob es noch irgendwelche gröberen Bugs oder so in der Richtung gibt. Und ist ja, wie gesagt, die Rede von einer Open Beta, das heißt, da können wir rein theoretisch dann alle teilnehmen, aber ob das wirklich so sein wird, wann das wirklich so sein wird, ist noch nicht fix. Es ist nur möglich, es ist nur, ist wirklich sehr, sehr gut möglich, dass EA oder PubCap eine Open Beta startet. Ich kann mir das eigentlich schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, gibt es bei Battlefield, gibt es da nicht auch immer eine Beta? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es schon bei eigentlich recht vielen Spielen eine Beta, die man testen kann. Und ja, ich werde mir die auf alle Fälle runterladen, wenn es sie gibt. Wenn und wann es sie gibt, werde ich natürlich ebenfalls ein Video dazu machen und euch ja einfach informieren darüber. Ich hoffe, euch hat dieses kleine oder größere Info-Video gefallen. Und ich denke mal, ihr wusstet einige dieser Informationen noch nicht. Ich bin wirklich froh, dass es Twitter gibt, weil ich habe so gut wie alle Informationen von Twitter oder eben auch von diesem Zero Exclusion. Ich verlinke euch übrigens auch Zero Exclusion unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch, wenn ihr gut Englisch könnt, könnt ihr euch diese einzelnen Videos nochmal anschauen. Die sind nicht irgendwie künstlich in die Länge gezogen, sondern er macht das eigentlich ganz schnell, ähnlich wie ich. Okay, das Video dauert jetzt, glaube ich, schon 15 Minuten. Aber er macht das meistens ganz schnell, in 5 Minuten schnell runtergesprochen und die wichtigsten Informationen gesagt. Finde ich ganz gut von ihm, auch wenn ich nicht alles verstehe leider. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao!